Rote Linie nicht überschreiten, das sind die Forderungen der TTIP-Gegner vor der SPD-Zentrale. Die Mitglieder der Partei haben gerade andere Sorgen. Es geht ihnen um die ungewisse Zukunft ihrer SPD, um den Kurs, wie man aus dem Umfragetief wieder herauskommt. Klare Ansage, wofür die SPD steht, nicht den Kompromiss als eigene Position verkaufen. Und dann bin ich sicher, dass wir relativ schnell auch zeigen können, wo der Unterschied zwischen den Konservativen und uns ist. Und die gibt es. Ein Problem ist, dass unsere Partei in Teilen nicht mehr für das wahrgenommen wird, für das sie immer gestanden hat, nämlich das Thema soziale Gerechtigkeit. Und ich denke, dass wir da unser Profil nachschärfen müssen.